So, sehr schön. Die Katze rastet schon wieder. Es ist unglaublich, ne? Du kannst nach jeder Quest zu dieser Katze gehen. Was zur Hölle? Und gleich wieder 5 Lebenspulver hinterhergeschmissen. Das ist halt echt krass, muss ich sagen. Du musst ja nie eine Spezialerlaubnis kaufen, wenn du immer wieder zu der Katze gehst. Verstehe ich auch nicht ganz, wie das so funktioniert. So, wir können mal ganz kurz unsere Materialien checken. Beziehungsweise generell einmal bloß die Miausterjäger losschicken. Gut, ihr habt hier halt echt noch gar nichts. Deswegen ist es eigentlich unnötig. Brachi, Misu. Ja, Misu können wir eigentlich nehmen. Weil sollten die ja eigentlich wieder auf, ja genau, auf ihrem Niveau sein. Perfekt. Haben wir unser krasses Team. Misu oder Naga? Misu oder Naga? Wir schicken mal 2 zu jedem. Falls wir sie treffen. Oh, yes. Okay. Dann einmal zu Naga. Naga ist ein bisschen größer. Sehr schön. Dann da nochmal rüber. Ich glaube, das trifft sogar noch den Misu. Und das war viel zu weit, ja. Okay, du gehst da unten mal entlang. Das ist sehr wichtig. Du musst die anderen beschützen. Oder so. Verdammt. Das mit dem Zielen sollte ich vielleicht noch ein bisschen... Ja, ein bisschen besser beachten. Ich sag's mal so. Es geht ja nicht darum, das zu lernen. Es geht aber bloß darum, dass ich eigentlich mir mehr Zeit nehmen sollte, um da vielleicht zu planen. Ah, naja, egal. So, was ist denn unsere nächste Quest? Furzer gegen Forscher brauchen wir jetzt, denke ich, nicht unbedingt. Frühstückseier auch nicht. Erneuter Käferappetit. Ein Selters in der Ahnensteppe. Okay, Selters sollte eigentlich auch eine Feuerschwäche haben. Er ist flink. Okay, damit geht's auch weiter. Es tut mir leid, da ist irgendwie gerade meine Aufnahme abgeschmiert oder hat zumindest Probleme gemacht. Ich habe den mal neu gestartet. Ich habe nämlich nur noch Schwarzbild gesehen. Das war war nicht so schön. Gut, ja, Selters, genau, danach wollte ich gucken. Flinkes Biest, deswegen brauchen wir irgendwas, was damit klarkommt. Am liebsten irgendwas mit höherer Reichweite. Also ich würde fast sagen, eine Energieklinge könnte da helfen. Nur die Frage ist, welche? Nehmen wir die redliche Lothemis? Ich meine, sie macht gut Feuerschaden. Ja, komm, wir probieren die mal. Die wird schon passen. Weil ansonsten wüsste ich jetzt gerade echt nicht, was ich da nehmen will. Weil Doppelklingen fühlen sich da nicht richtig an, habe ich so das Gefühl. Luftkampf? Habe ich schon mal Luftkampf-Energieklinge gespielt? Ne, ich denke nicht. Wagemut könnte man... Man könnte eigentlich auch Luftkampf spielen. Wobei... Wagemut, Konter... Konter war, glaube ich, auch ganz interessant. Konter mit der... Mit dem Sägeschild. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Können wir machen. Ich meine, Wagemut könnte man auch mal wieder spielen. Ja, komm, wir spielen mal wieder Wagemut. Das ist auch so eine Waffe, mit der ich mich auskenne mit Wagemut. Ich sag's mal so. Da weiß ich da ein bisschen besser Bescheid. Dann können wir das so machen. Wunderbar. Mal sehen. Das kann jetzt beides gut oder schlecht sein. Da bin ich mir jetzt bei beidem wirklich nicht sicher. Ich hoffe einfach mal aufs Beste. Wir werden sehen, wie das dann funktionieren wird. So, den Verteidiger plus 2 haben wir bekommen. Okay, in den anderen Boxen... in den anderen Dörfern will niemand mit uns reden. Werde ich voll abgelenkt vom Spiel. Und wie gesagt, dann probieren wir den Selters. Ich meine, das wird schon irgendwie funktionieren. Ich denke jetzt mal nicht, dass wir große Probleme mit ihm haben werden. Aber es gibt halt bessere und schlechtere Waffen gegen ihn, würde ich jetzt mal behaupten. Und da kann man sich halt viel kaputt machen, wenn man da dann... Ich habe meinen Honig weggepackt. Wenn man da dann eine falsche Waffe nimmt. So, perfekt. Und los geht's. Auf zum Selters. Legenden erzählen von einem fernen Land, in dem man aus Käfern Burger herstellt. Seit ich mir daraufhin einen Selters gebraten habe, kann ich nicht genug von dieser knusprigen Köstlichkeit bekommen. Kann mir jemand einen Selters bringen? Wow. Ach ja, es ist schön, das Gebiet wieder zu sehen. Vor allem jetzt in HD, muss man sagen. Nicht mal auf der 3DS-Version.
das ist schon eine schöne Sache. Weil es ist ein schönes Gebiet. Und ich freue mich jetzt auch, um mehr darüber die ganzen Monster hier nochmal zu erledigen. Weil es jetzt einfach was Besonderes ist, weil es jetzt halt auf der Switch ist. Ist jetzt theoretisch wie 4 Ultimate auf der Switch. Was schon eine ganz coole Sache ist. Was mich damals gestört hat in Generations, war halt eben, wir waren gerade fertig mit 4 Ultimate. Und dann spielen wir Generations und was kommt? Lauter Quests, die eigentlich direkt aus 4 Ultimate kopiert sind. Gebiete, die kopiert sind, Monster, die komplett kopiert sind. Und das war halt doch etwas ärgerlich. Das hat mir nicht so sehr gefallen. Vor allem, dass der High Rank halt, der Anfang des High Ranks komplett daraus bestand. Jetzt, wie gesagt, das ist eine andere Sache. Klar, es ist natürlich vielleicht immer noch ein bisschen ärgerlich. Okay, du bekommst auch keine Cutscene. Haben sie jetzt echt dieses Cutscene sein gelassen, oder wie? Hatten sie jetzt darauf gar keinen Bock mehr? Na, scheinbar. Wusste ich jetzt auch nicht. Ah ja, wie gesagt, jetzt ist halt nochmal was ganz Besonderes, weil jetzt ist es halt wirklich HD und das ist ja schon eine schöne Sache. Ich habe vergessen, wie man Wagemut Energieklinge spielt. Nicht, dass ich es jemals unbedingt konnte, aber ich habe es definitiv vergessen, wie man es so generell spielt. War das nicht so, dass man das... Na gut, okay. Das war jetzt ein bisschen eine Aufladung. Ach nee, das konnte man nicht kopieren. Doch, konnte man, oder? Das und dann... Ja, hä? Wieso hat das vorher nicht funktioniert? Das habe ich genauso gemacht. Okay, ich habe schon nach meiner... an meiner Erinnerung gezweifelt, aber nö, es war einfach so, das Spiel wollte einfach nur nicht. Okay, das war der Wagemut-Konter, das ist ganz nett. Ja, Zeltas, für Leute, die ihn natürlich nicht kennen, ist so ein kleiner Flugkäfer. Cooles Biest, definitiv. Also ich will nichts gegen den Zeltas sagen. Er kann halt bloß sehr ätzend sein, weil er ist flink, er ist klein und bleibt ziemlich häufig in der Luft. Man muss ihm erstmal definitiv gut Schaden machen, dass er überhaupt da runterfällt. Also, dass er sich nicht mehr in der Luft halten kann. Und das kann schon zum Problem werden. Wie man gerade eben auch sieht. Genau deswegen wollte ich eine Waffe mit hoher Reichweite, die trotzdem ein bisschen flink ist. Ich sag mal, Langschwert geht, Energieklinge geht, jetzt zum Beispiel Doppelklingen. Wobei, er bleibt gerade eben relativ gut in der Luft. Auch mit Doppelklingen hätten wir ihn hier und da gut treffen können. Deswegen hätte schon gepasst. Ich muss vielleicht wirklich häufiger dann wieder meinen Wagemut-Konter benutzen. Das wäre ganz sinnvoll. Ärgerlich ist jetzt natürlich, es geht unser Wagemut runter. Und wir können gerade eben gar nichts machen, weil wir uns gegenheilen müssen. Das ist immer so das, was ich beim Wagemut nicht ganz so gerne mag. Dass du halt wirklich bloß eine sehr begrenzte Zeit hast, wo du was tun kannst. Weil die Monster spielen nicht immer mit bei sowas. Das ist halt, du bist dann sehr auf die Monster gerichtet. Ob das geht oder nicht. Okay, jetzt liegst du aber auf dem Boden. Und jetzt können wir halt, wenn das dann funktioniert, dann können wir ihm halt massiv Schaden machen. Das ist halt wirklich so. Oder auch nicht, weil ich aber nichts treffe. Schade. Egal. Ein paar Sachen haben wir auf jeden Fall reinhauen können. Und jetzt liegt er erstmal auf dem Boden. Und da bleibt er jetzt vorerst mal auch. Oh, sehr schön. Nice. So, wir haben sie gefüllt. Wir hätten natürlich auch gleich das Schild füllen können. Aber ich denke mal, es ist gerade eben sinnvoller, wenn wir dann einfach draufhauen. Weil er jetzt eh gerade Probleme hat. Okay, sein Horn ist gebrochen. Das ist die Sache, die man bei ihm brechen kann. Und jetzt fliegt er schon wieder. Na, großartig. Aber das war guter Schaden. Das ist so eine Sache, die man, denke ich, bei ihm abwägen muss. Man kann halt manchmal einfach keinen Schaden machen. Dafür kann man an manchen Stellen sehr viel Schaden machen. Wie gesagt, man muss dann halt so die richtigen Momente abpassen, wann viel Schaden und wann halt wenig Schaden möglich ist. Komm schon! Ah ja, gibt ja auch die Ultra-Kombo, klar. Ach ja, klar, von wegen Schild aufladen geht ja jetzt gar nicht mit dem Sägeschild, nicht wahr? Also geht schon, aber sicherlich anders. Okay, da legt er sich erstmal hin. Wir haben aber leider kaum mehr Wagemut. Das ist das bisschen Ärgerliche. Egal, wir können auch so gut Schaden raushauen. Dann laden wir eben unsere Fiolen wieder auf. Das tut, schätze ich mal, auch weh. Aber wie gesagt, das Sägeschild ist ja dadurch gar nicht so. Oder zumindest, ja, wir laden ja passiv unser Schild auf. Dadurch brauchen wir dann das Sägeschild gar nicht so unbedingt dafür. Aber ist ja für andere Sachen auch noch gut. Das ist ja das. Deswegen ist, schätze ich mal, schon in Ordnung. Sägeschild, go! Ja, das ist genauso blöd.
Ja, okay, ja, wir haben jetzt unser Schild aufgeladen. Das ist in Ordnung. Ah, nee, haben wir nicht. Klar, wir hatten es ja noch. Ich bin doof. Und ich weiß nicht genau, wie das jetzt mit dem Wagemut funktioniert. Wahrscheinlich gar nicht, ne? So, ich denke, du fliegst es dann jetzt in... Huch. Ich schätze mal, das ist jetzt 9, oder? Wahrscheinlich. Da. Also, er ist nicht in Richtung 7 geflogen. Ja, ist 9, okay. Die Frage ist, geht er schon pennen, oder? Weil es ist eigentlich so ein Schlafgebiet. Gut, wir haben ihm teilweise gut Schaden gemacht. Das denke ich mal schon. Und ich weiß jetzt halt nicht, wie viel Leben er so hat. Mal sehen. Au. Voll reingepiekst. So, wir kommen natürlich auch so in unseren Axtmodus. Jetzt natürlich auch schön reinhauen. Okay, da zeigt es natürlich sehr schön an. Da kann man das natürlich super blocken. Das geht bei ihm dann schon. Ich hätte auch einfach ausweichen können. Ich weiß es nicht, was da die beste Strategie war. Na, beste Strategie war, nicht da einfach stehen zu bleiben. Das wäre schon ganz gut gewesen. Okay, beinahe rot hier wieder. Ja, das hat nämlich gar nicht getroffen. Perfekt. Laden wir die Axt auf. Und dann hauen wir raus. Kabam! Das zumindest sollte wehtun. Humpelst du oder nicht? Das finde ich da immer etwas schwierig einzuschätzen. Okay, da legt er sich jetzt erstmal hin. Sehr schön. Können wir hier weiter raushauen. Und das Sägeschild sollte jetzt auch treffen. Okay, ich bin da immer noch in der Combo. Was zur Hölle? Okay, alles gut. Das habe ich eigentlich nicht gewollt, dass wir da so lange drin bleiben. Ja gut, das war jetzt eigentlich wieder blöd, weil das Sägeschild bringt uns jetzt gar nichts. In welche Richtung fliegst du? Warte mal, welche Richtung ist das? Okay, das ist da raus, gut. Ich muss das nochmal genau verfolgen. Ich war mir jetzt nicht wirklich ganz sicher, welche Richtung das ging. So, wie gesagt, die Fiolen aufladen war gerade eben sehr blöd. Sägeschild allgemein bringt nichts mit dem Wagemut-Stil. Weil meistens habe ich ja dadurch mein Schild aufgeladen, durch den Wagemut. Und wenn nicht, dann versuche ich das ja so schnell wie möglich wieder hinzubekommen. Deswegen, naja. Muss man auch erstmal lernen, was da besser und was da schlechter passt. So, ich habe jetzt natürlich ein bisschen Angst vor ihm, weil ich gerade noch seine Verteidigung runter habe. Okay. Das war interessant. Da bin ich irgendwie so seitlich ausgewichen. So, gleich haben wir mal wieder die Axt holen. Du bist irgendwie gerade ein bisschen aggro. Ja, nicht nur ein bisschen. Kommst du gleich wieder? Okay, ja. Also das verfehlt voll. Wo bist du denn jetzt? Das ist so schwierig, denn wirklich die ganze Zeit zu verfolgen. Ich weiß nicht mehr, ob der Zeltas in 4 Ultimate auch so fies, was das anging. Ich meine, am Anfang habe ich auch mit Energieklinge gespielt. Deswegen, auch wenn er vielleicht ein bisschen stärker jetzt ist, sollte es ja ungefähr so den Anfang von 4 Ultimate widerspiegeln. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, wie stark der Zeltas damals war oder wie gut man mit ihm klarkam. Es war damals eben halt noch alles sehr anders und neu. So, ratter, ratter. Oh Gott! Woher hast du gewusst, dass ich da nach oben laufe? Was ist dein Problem, Käfer? So, Wagemut müssen wir natürlich wieder aufladen. So, prima. Gut, es gibt ein paar Punkte, aber mehr auch nicht. Vor allem eben, wenn du mich dann direkt nochmal triffst. Hey, Conchus! Schön getroffen. Vielleicht der zweite. Können wir jetzt unser Schwert wieder kurz aufladen? Okay. Ich wollte auch gerade sagen, du bist gerade im... Oh, und du bist tot. Perfekt. So, können wir noch ein Sägeschild reinhauen. Prima. Aber ja, das hat jetzt ganz gut gepasst. Ich dachte, er hält noch ein bisschen mehr aus, aber so generell... Ah, war es eine gute Quest. Oh, Monsterbrühe. Richtig, stimmt. Das müsste doch von ihm gewesen sein, oder? Ich schätze mal. Von ihm bekommt man ja auch so normale... Käfersachen, sag ich mal. Ist schon cool, ein Käfermonster zu haben. Also Zeltas finde ich eine sehr, sehr coole Sache.
Weil er einfach... Er ist einfach ein Käfer. Früher in Freedom 2 hatte man ja die Vespoiden-Königin, die aber etwas merkwürdig war vom Kampf, ich sag's mal so. Und jetzt hat man halt, oder in 4 Ultimate dann, hatte man einen richtigen Käfer als Gegner. Und das ist schon schön, weil das gab's bisher ja auch noch so eigentlich gar nicht. Das fehlt im Spiel eigentlich, weil es gibt so viele Drachen und sonst irgendwas. Also ein Riesenkäfer, ja, wie gesagt, hat schon was Schönes an sich. Vom Kampfgefühl einfach. Finde ich schon gut gemacht, den Kampf gegen ihn. Da hätte man definitiv noch eine krassere Version oder so reinbauen können. Weil ich meine, die Zeldas Königin gibt es dann ja noch. Aber die ist was ganz anderes ja wieder. Auch cool, aber definitiv nichts, was man mit dem Zeldas vergleichen könnte. Aber einfach nochmal so einen krasseren Käfer wäre schon auch interessant gewesen. Aber mal sehen, vielleicht so in Zukunft. Sturzflutbeutel, stimmt, der macht Wassereffekt. Das ist richtig, obwohl er mit seinen Schüssen eigentlich immer Verteidigung runtergibt, macht er generell immer Wasser oder gibt er Wasserbeutel. Ja, das kann schon sein. Gut, Zeldas erledigt, Ahnensteppe erkundet und ich glaube, dann machen wir noch gleich weiter mit der nächsten Quest.